So, ja, also ich meine, was man jetzt noch machen könnte, das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe in dem Aufgabenheft, ist, wenn man denn wollte, das jetzt mal in 80 Spice noch zu rechnen. Ich weiß nicht, hast du da Erfahrung? Naja, dann könnte man das ja mal noch schnell machen. Ich meine, das klickt sich ja so relativ schnell durch. Also wenn man sich jetzt mal hier die Aufgabe anschaut, dieses Problem in 80 Spice zu rechnen. Also hier ist erstmal der Link vorgeschlagen, wo man das jetzt macht. Ich weiß nicht, auf einem iPad, jetzt kommt der Windows-Laptop zum Tragen, ja. Genau, da läuft das nämlich so, nicht so richtig. Und jetzt stehen so ein paar Tipps, die kann ich alle gleich erzählen. Und letztendlich ist die Idee jetzt, das, was wir bisher gemacht haben, einfach nochmal zu machen. Und dann kann man natürlich mal so den Vorteil von 80 Spice nutzen und kann sagen, naja, was wir jetzt von Hand gerechnet haben, war ja nur eine Frequenz. Klar könnten wir jetzt die Formel auch in Octave und MATLAB reinpacken, dann müssten wir uns trotzdem aber mal Gedanken darüber machen, weil ein paar von diesen Vereinfachungen, die wir getätigt haben, die werden jetzt ja nicht mehr funktionieren. Und deshalb müsste man eine allgemeinere Formel nehmen und 80 Spice nimmt natürlich einfach das komplette Ersatzschaltbild. So, dann suche ich mal 80 Spice. Das sollte hier immerhin irgendwie gefunden werden oder vielleicht auch nicht. Da war es doch schon mal irgendwie so ganz kurz zu sehen. Das ist auch witzig, ja, wenn man nach LT sucht, findet das. Wenn man nach LT Spice sucht, ach so, doch, findet das hier unten über Apps. So, dann gibt es immer so eine Warnung, dass das letzte Update schon eine Weile her ist. Und jetzt kann man hier auf New Schematic klicken. Und braucht zuerst ja mal die Spannungsquelle, die findet man unter Component und dann heißt die Voltage. Und dann kann ich die hier so wunderbar hinklicken. Und jetzt bauen wir einfach diese ganzen Bauelemente dahin. Also wir brauchen einen Widerstand für die erste Leitung. Wir können auch den Widerstand dieses Drahtes damit reinbauen und wir brauchen den Lastwiderstand. Und oh, da habe ich hier noch so ein bisschen Platz. Dann brauchen wir das gleiche nochmal für den zweiten Kreis. Also einen Widerstand am Anfang, einen Widerstand am Ende, einen Widerstand für diesen Draht. Wenn man Space drückt, zoomt ja so auf solche volle Stufe. Wenn man jetzt ein bisschen rauszoomen will, kann man das mit dem Mausrad machen. Mit Escape kommt man aus diesem Zeichenmodus raus. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Kapazitäten. Ja, brauchen wir hier den zur Masse und hier den zur Masse. Und ich brauche hier mit Steuerung R, das habe ich vergessen zu erwähnen, kann man die Bauelemente drehen, den hier oben. Der zeigt einem auch, ich zeige mal hier kurz, wenn man in die Ecke hier unten schaut, da werden immer hilfreiche Sachen angezeigt. Also wenn ich jetzt nochmal auf einen Kondensator zum Beispiel klicke, dann steht da auch Control R zum Drehen, Control I zum Spiegeln vor Mirror. So, jetzt ist das meines Erachtens schon im Prinzip der gesamte Schaltkreis, den wir jetzt so haben. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Masse. Die schließe ich jetzt natürlich einfach hier unten an, wo die Masse ist. Dann kann man das mit dem Wire-Tool alles zusammen verdrahten. Wenn man das ordnungsgemäß macht, ja, den schiebe ich mir gleich noch hoch, dass das auf einer Linie liegt, dann verschwinden diese Lötpads sozusagen. Und dann gibt es einfach so einen Anschluss. Ups, das war die falsche Stelle. So, dann sind wir hier einmal rum, dann müssen wir noch die Masse anschließen. Jetzt fehlen noch diese inneren Verbindungen. Und dann sieht man, wenn man jetzt hier oben so einen Lötpunkt entstehen lässt oder unten dann oder eine Linie miteinander verbindet, dann gibt es da eben einen zweiten Lötpunkt. So. Und dann gibt es hier eine so eine Verschiebehand, mit der kann man einfach so Elemente verschieben und mit der zweiten nimmt ja die, wie man sieht, nimmt ja die Drähte mit. Jetzt mache ich das hier noch so einigermaßen ordentlich. Naja.
Und irgendwas muss hier nicht richtig angeschlossen sein, gewesen sein, weil hier hat er das jetzt ja nicht mit hochgezogen. So, das sieht doch jetzt ganz gut aus. So, einigermaßen schick. Jetzt brauchen die natürlich alle Werte. Und jetzt kriegt man die Werte eingestellt, indem man per Maustaste draufklickt. Und hier können wir jetzt DC einstellen, das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja im Frequenzbereich wechseln, wechselspannungsmäßig. Also klicke ich auf Advanced und stelle mal jetzt hier für die AC Amplitude einfach 100 ein, wegen Prozent. Also wir haben jetzt irgendwie mal ein Prozent gerechnet, dann kommt das, was an Spannung rauskommt, ist einfach direkt in Prozent skaliert. Schiebt mal das ja auch einmal ein bisschen hoch. So, dann brauchen wir diese ganzen Widerstände. Das sind 600 Ohm. Das sind auch auf jeden Fall erstmal 600 Ohm. So, das waren, muss ich mal kurz schwingsen hier, das waren 0,686. 0,686. Ups. Genauso wie hier hinten. Genauso, ja, nee. So, dann brauchen wir diese Kapazitäten. Die waren für die Koppelkapazität 14,6 Nanofarad und für die andere 12,9. Also das sind 14,6 Nano. Die kann man auch direkt so schreiben mit einem kleinen N. Und das waren 12,9. Und als, anstatt ein Komma muss man natürlich einen Punkt schreiben. 12,9 Nano. So, und diese Widerstände hier, die lasse ich jetzt erstmal vergleichsweise groß, weil das sollte ja ein Leerlauf sein. 1E9. Und dann, weiß nicht, ziehe ich mal den hier hinten noch so ein bisschen rüber. Damit das hier nicht so bedrängt ist. So, jetzt sollte das genau dieser Leerlauffall sein. Jetzt kann man, wenn man wollte, könnte man die jetzt hier natürlich noch anders benennen. Und ich könnte sagen, das ist jetzt wirklich RG1, das ist RL1, das ist RW1 und das ist genauso dann RL2 und RG2 und RW2 in der zweiten Leitung. Und das ist ja dann sowas wie ja, C1, C2 passt schon und das ist vielleicht CK für C-Koppel. Ja. So, wunderschön, Schaltung ist fertig. Jetzt klicken wir auf dieses kleine Männchen hier und sagen Run Simulation und gehen auf AC Analysis, weil wir wollen ja im Frequenzbereich simulieren und müssen jetzt mal gucken, wir mussten naja eine Frequenz einstellen bei der kapazitiven Kopplung und das waren 1 Kilohertz. Die steht hier oben. Also Number of Points, nee, nix, sondern List und die erste Frequenz ist 1 Kilo, die wir machen wollen. So, und wenn wir jetzt mal simulieren, dann kommen jetzt hier ein Haufen Spannung raus und ein Haufen Ströme raus und die Spannungen sind eben Knotenspannungen, die hier ausgerechnet werden und die Knoten hat jetzt LTSpice so durchnummeriert, wie das ihm gerade in den Kopf gekommen ist. Und da stellt man fest, hier gibt es aber eine Spannung, die, und jetzt überlege ich, ob wir das jetzt hier richtig eingestellt haben, weil das jetzt 26 Volt sind, das müssten ja meines Erachtens ein bisschen weniger sein. Haben wir jetzt die richtigen Kondensatoren eingestellt? Kapazität einer langen
Paralleldrahtleitung, ja genau, wir haben es genau vercheckt, ne? Kapazität einer langen Einzelleitung über der Masseebene, also die Koppelkapazität sind 12,9. Also das hier ist genau andersrum, ne? Das müssen jetzt die 14,6 sein. Und das müssen die 12,9 sein. Nano. So, und wenn man jetzt hier wieder in diese Ecke hier unten schaut, dann stellt man fest, da sieht man die Knotennummern. Also das ist der Knoten 1, das ist der Knoten 2, das ist auch der Knoten 2 natürlich, das ist der Knoten 3 und das hier hinten ist der Knoten 4, weil ich die so in der Reihenfolge gezeichnet habe oder beziehungsweise miteinander verdrahtet habe, die Bauelemente. Und jetzt kann ich aber, also eigentlich ist das ja hier vielleicht der Mittelpunkt der zweiten Leitung oder das hier hinten, das ist nicht so ganz klar. Eigentlich müssten wir vielleicht diesen Wire-Widerstand irgendwie aufteilen, damit es hier so einen Mittelpunkt gibt. Ich nenne jetzt mal das Ganze hier hinten mit so einem Label V2 oder U2, ist vielleicht besser. Und damit das da nicht so direkt so dran klatscht, zieh ich das jetzt hier nochmal so ein bisschen hoch. So war das nicht gemeint. So. Und wenn ich jetzt nochmal auf Simulieren klicke, dann sehen wir, okay, unsere Spannung am Ausgang, so wie wir die jetzt genannt haben, Spannung am Knoten U2, praktisch die Spannung U2 sind 23, irgendwas Volt oder in dem Sinne 23,4% der Spannung am Eingang. Und das entspricht auch ganz wunderbar dem, was wir hier mal vorher ausgerechnet haben, nämlich an dieser Stelle hier, die ich jetzt nicht highlighten kann, weil mein Highlighter nicht funktioniert. Aber hier irgendwo da, wo sich ein winzig kleiner Punkt bewegt. So, das heißt, das funktioniert. Ich speichere das mal rasch ab als falsches Verzeichnis, vielleicht hierhin als kapazitive Kopplung B. So, und dann können wir das Ganze nochmal machen, indem wir jetzt den Widerständen hier die richtigen Werte geben, also 600 Ohm und 600 Ohm. So, was sollte dann jetzt für die Spannung rauskommen? Viel, viel kleinerer Wert, den wir vorher ausgerechnet hatten, 1,2 irgendwas Prozent und siehe da, da kommt 1,2 irgendwas Prozent raus. Ja, und Phasenwinkel haben wir vorher vergessen drauf zu schauen, aber das war vorher eben auch irgendwas mit 90 Grad oder in der Nähe von, also wegen des J's und das ist jetzt immer noch so. Ja, weil, vorher hatten wir 0 Grad Phasenwinkel, weil sich hier das weggekürzt hatte und hier weggekürzt hat, jetzt haben wir was mit J, also speichere noch mal kurz ab. Das ist jetzt, sagen wir mal, kapazitive Kopplung C. Und dann machen wir einfach noch mal kapazitive Kopplung B auf. Und lassen das noch mal laufen. Und dann, siehe da, hier hatten wir wirklich was eher um 0 Grad Phasenwinkel. Und jetzt haben wir eben was um 90 Grad Phasenwinkel. So, und was man jetzt natürlich in LTSpice, und das sagt auch die Aufgabe hier, wunderbar machen kann, ist, also wir wiederholen jetzt mal den Schritt C mit einem größeren Frequenzbereich, zum Beispiel 100 Hertz bis 10 Kilohertz, also 10-mal so tiefe Frequenzen bis 10-mal so hohe Frequenzen und dann 100 Frequenzen pro Dekade, wobei das schon in dem Fall ein bisschen Overkill ist. Vermutlich, ne, weil so schnell wird sich das jetzt nicht ändern, aber jetzt gehen wir hier irgendwie auf Simulate, Edit Simulation Command, machen mal unsere Liste weg und ändern die in sowas Dekadisches. Und sagen 100 Punkte pro Dekade, Startfrequenz 100 Hertz, Endfrequenz 10 Kilohertz. Erinnern uns auch daran, was wir beim letzten Mal hier gesagt haben mit, das sollte ganz unbedingt elektrisch klein sein, damit das funktioniert. Ne? Ähm,
Wobei wir ja dann bei irgendwie, was haben wir gesagt, bei 1 Kilohertz oder nee, bei wir haben 2 Kilometer als Länge, bei 2 Kilometer, jetzt ist die Frage, wenn man 2 Kilometer Wellenlänge hätte, was würde dann für eine Frequenz bei rauskommen? Wenn ich das jetzt hier oben nochmal hinschreibe, würde ja bei rauskommen. Irgendwie F ist C durch Lambda 3 mal 10 hoch 8, 50 Kilohertz. genau, Meter pro Sekunde durch 2 mal 10 hoch 3 Meter, kürzen sich die Meter weg, bleibt 1 zur Sekunde über. Genau, das macht 10 hoch 5, und 10 hoch 5 kann man auch schreiben als 10 hoch 3 plus 2. Das sind 1,5, mit den 10 hoch 2 macht das 150, und 10 hoch 3 machen Kilo, ne? Also das, genau wie du sagst, das machen 150 Kilohertz. Und naja, das würde ja aber schon bedeuten, dass unsere Länge so groß ist wie die Wellenlänge. Eigentlich soll ja die Länge deutlich kleiner sein als die Wellenlänge. Also sagen wir mal Faktor 10, ne? Also müsste man hier auch einen Faktor 10 runtergehen. Aber bis 15 Kilohertz, so könnten wir das Modell auf jeden Fall benutzen. Also die 100 Kilo, die 10 Kilohertz, die wir jetzt eingestellt haben, sind auf jeden Fall nicht allzu falsch an der Stelle. Ja, und jetzt sind wir ja bis 10, Also jetzt aus. jetzt sind wir bis 10 Kilohertz hochgegangen, ne? Die sind dann nicht allzu falsch. So. Also nach unten geht immer, aber bis zu hohen Frequenzen ist ein bisschen schwierig. So, und jetzt mache ich mal das hier zu und klicke mal nochmal auf Window-Teil Horizontally. So, und jetzt, wenn man jetzt auf Simulieren klickt, hat man ja jetzt sozusagen 200 Werte, ne, weil wir von 100 bis 10 Kilo sind 2 Dekaden, 100 pro Dekade, also irgendwie so 200, 201 Frequenzen müsst ihr jetzt ausrechnen. Jetzt wollen wir natürlich keine Tabelle haben mit 201 Werten. Deswegen macht er jetzt ein Diagramm auf, und ich kann jetzt einfach mit so einem Spannungstastkopf auf eine Spannung klicken, oder ich könnte mir auch mit einer Stromzange Ströme anzeigen. Aber wir gucken jetzt natürlich einfach auf die Spannung. Und dann sieht man, naja, die durchgezogene Linie ist der Betrag, die gestrichelte Linie ist die Phase. Frequenz wird hier logarithmisch skaliert, der Betrag im Prinzip auch, weil der in dB skaliert ist. Jetzt kann ich das aber von dB auch umstellen, einfach so auf logarithmisch. Interessanterweise kommt er denn jetzt hier irgendwie nicht so ganz mit der Achsenskalierung klar, weiß ich nicht, warum er jetzt hier irgendwie so ein bisschen komisches. Kann ich hier nochmal ihn irgendwie auf Autoscale. Auto Range Y-Axis, ja, aber also das Autoscale schlägt irgendwie so ein bisschen fehl in dem Fall. Aber also Sie sehen, es geht jetzt so von 0,1% hoch auf ungefähr 10%. Ja, es steigt mit der Frequenz an. Das ist auch recht typisch bei so kapazitiver Kopplung, induktiver Kopplung, dass die Kopplung eben proportional mit der Frequenz ansteigt. Und man sieht, es erreicht aber irgendwann mal so ein Plateau. Also zumindest so bei hohen Frequenzen und Phasenlänge würde auch irgendwie eher dann kleiner werden und wahrscheinlich gegen was Ohmsches gehen. Und naja, warum steigt das an? Also könnte man jetzt hier auch ein bisschen auf unsere Formel schauen, die wir hier auf der zweiten Seite geschrieben haben. Hier steht ja so ein. An der Stelle steht ja so ein 1 durch J Omega C. Ja, und wenn ich das über einen Bruchstrich bringe, steht dann eben über einen Bruchstrich ein Omega, proportional zu Omega. Und deshalb, also diese zwei Spannungsteiler, der erste Spannungsteiler hier oben, an dem, was, ja, also an,
an dem Spannungsteil, ich kann wieder Kleidungs highlighten, an dem ändert sich nicht so wahnsinnig viel, der bleibt relativ konstant mit der Frequenz, weil das ist dann beides proportional zur Frequenz, oben und unten, der bleibt Dings. Aber an diesem zweiten Spannungsteiler hier, an dem ändert sich was, der steigt eben mit der Frequenz an. So, und das sieht man hier ganz gut. Ja. So, und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann kann ich ja auch so einen Marker drauflegen und kann mit dem Marker mal genau auf die 1 Kilohertz gehen. Jetzt hier, jetzt ist das, glaube ich, von meinem Kamerabild verdeckt, deswegen schiebe ich das mal hier hoch. Und dann kommt da als Betrag auch wieder genau die 1,2% raus. Und das heißt, das passt relativ gut zu dem, was wir uns da vorher so überlegt haben. Ja, und das ist jetzt das Schöne natürlich an so einer Simulation in LTSpice. Ja, und jetzt könnte man hier noch gucken, wie sieht das im Zeitbereich aus und was passiert hier noch so irgendwie Schönes und was passiert für andere Widerstände, wie ich jetzt noch kleiner, noch größer, was auch immer mache. Aber also, so eine wichtige Sache bei diesen ganzen LTSpice, MATLAB und so Geschichten ist ja immer Garbage in, Garbage out. Ich muss irgendwie wissen, was ich da mache und deswegen ist es nicht schlecht, wenn ich das vorher einmal von Hand gerechnet habe, um zu gucken, ne, das passt. Und zum Beispiel eine so eine Sache war jetzt, wir haben jetzt irgendwie die Kapazitäten vertauscht und deswegen, das ist uns aber zum Glück schon aufgefallen, weil wir eben gesagt haben, passt nicht so richtig mit dem, was wir da vorher mal von Hand ausgerechnet haben. Aber jetzt passt es auf jeden Fall für die 1 Kilohertz und ja, ganz schönes Ergebnis hier für das Frequenzverhalten. Je höher die Frequenz, desto größer das Problem. Das ist bei vielen Kopplungsproblemen leider so der Fall.